So, hallo, hier aus Karlsruhe vom Osterturnier vom City Club Karlsruhe hier in der Kaplunser Straße 2. Wir kommen zur nächsten Partie am Tisch 1. Zum einen haben wir hier am Tisch den Sebastian Stab hier am Break und zum anderen Kevin Schiller vom PBV Rottweil. So, Sebastian Stab im Break. Okay, es ist was gefallen. Ja, und der Sebastian Stab verabschiedet sich auch schon wieder vom Tisch mit einer Sicherheit. Beziehungsweise mit einem Push-Out. Möglichkeit für den Kevin Schiller. Probiert sie auch gleich mal recht offensiv, aber wird nicht entlohnt hier. Bring gleich mal die Weise rein. Ball in Hand für Sebastian Stab. Sebastian Stab vom PBC Joker Altstadt. Ja, das Problem ist die 5. Und? Nee. Gut, das war die Möglichkeit noch mit einer Sicherheit wieder auszusteigen. Das macht er auch. Haha, sehr schön. Uiuiuiuiui. Holla, 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 holla. Viel dichter. Viel dichter passt hier nicht mehr ran, ne? Hm. Viel näher geht nicht mehr da. Und? Faul. Ja.
da geht einen ganz langen Weg hier. Ja, das sieht so aus, als wenn sich das der Sebastian hier nicht mehr nennen lässt. Ja. Ja, 1:0 für den Sebastian Stab vom PBC Joker Altstadt. Gespielt wird Wechselbreak auf 5 Gewinnspiele. So, alles schön. Schön Brest zusammensetzen hier. Okay, da ist was gefallen. Tja, der Einsteiger. Ich weiß nicht, ob ich den Einsteiger nennen kann. Der ist nicht schön hier. Der ist sehr dünn. Nee, von der Mitteltasche gar nicht. Lang, ja, aber Mitteltasche mit der Weißen. Schwierig. Schwierig. Bisschen nachlaufen lassen. Ja. Da überlegt auch der Kevin. Ja. Okay. Okay. Wenn es dir nicht gefallen wäre, wäre es ein super safe geworden. Bisschen glücklich, aber safe. So. Das ist natürlich für den Sebastian Stab schon fast ein Geschenk. Ball in Hand. Offener Tisch. Wenn er jetzt die 1 hier wegspielt, dann ist da auch kein Problem mehr. Stellung 2, es ist offen. Es ist also nichts irgendwo, das ist jetzt Stellung 4 auf 5, ja, 3. Ja. Also ich sage jetzt einfach mal, für einen Spieler wie Sebastian Stab sollte das eigentlich weg sein. Ja. Ich denke mal, die 2 Spieler in die Ecktasche, genau. Ja. Und jetzt kommt es auch halt einen richtigen Winkel, dass die Weiße so ein bisschen Richtung lange Bande läuft. Dann kann er die 3. Ah, okay. Passt. Ja, die Weiße jetzt über die lange Bande zur 5 rüberlaufen lassen. Ja. Oh, da haben wir eine kleine Unpässlichkeit drin. Nämlich zu viel Winkel. Aber für den Sebastian kein Problem. Sauber. Oh.
So unglaublich. Okay. Hätte man sich auch können etwas schöner ablegen, aber wenn sie drin ist, spielt es keine Rolle mehr. Ist drin. Prima, alles perfekt gemacht. Tja, das war ein kleines Geschenk vom Sebastian. Also Geschenke vom Sebastian Stab kenne ich so eigentlich fast gar nicht. Tja. Eins, eins. Okay, es ist was gefallen. Ja, schön zu sehen, wie der Sebastian Stab hier sein Handgelenk immer so schön unten reinzieht. Das Lehrbuch beschreibt es ja eher, ne, das Handgelenk sollte locker nach unten hängen. Ja. Ui. Okay. Okay. Ah, vielleicht jetzt nicht gerade die komfortable Zone hier. Aber drin. Okay, 2 zu 1 für den Sebastian Stab. Ja, der Nachbarn Tischen wird immer noch gespielt. Okay, Break, Kevin Schiller. Ja, schönes Break. Nur der Einsteiger. Ah, drei Kugeln gefallen. Aber
Keiner Einstiegsball. Aber das ist das, was wir alle so am Billard lieben. Dieses Undankbare, dieses Fiese, dieses Gemeine, ah, dieses Dreckige, ah, wenn es dann gerade gar nicht so läuft, wie man es gerne hätte, dass es läuft. Ja. Gut, er steigt aus mit dem Push-Out. Ja, er lässt es jetzt mal hier dem Sebastian. Oh, der ist besser. Ja. Okay. Drin und zu kurz. Jetzt war ein Kontakt mit der neuen, das ist die Frage. Ah, gut. Ein bisschen Glück, weil die 6 ja schon fast vor der Ecktasche liegt. Dann darf es dann auch mal ein bisschen schluderiger sein. Cool, da war es ganz gut gestellt, aber richtig ein Winkel hier. Passt. Und der Kevin bleibt dran. Tja, und die Weise weg.
jetzt mal ansatzweise ja Jump versucht. Mal angedeutet. Ja. Den holt er jetzt ja auch mal raus. Okay. Ui. Also irgendwie rollt das nicht so ganz rund hier. Da braucht er Sebastian seinerseits hier, dann ist Jumpke. Okay, Foul vermieden, aber keine Fortsetzung. Okay, der ist jetzt nicht so geglückt. Eine Chance für den Sebastian. Thank you.
Okay. Ah. Also wenn es nicht rund laufen soll, dann soll es einfach nicht rund laufen. Dann kannst du schon machen, was du willst. Es tut einfach nicht. Jetzt passt es hier von der Ablage. Okay. Neuer Spielstand 3:2 für Sebastian Stab. Okay, die 1 ist gef. Nee, da ist er noch. Okay. Ist das machbar, ja?
Na, sieht gut aus. Okay, Gleichstand. Neuer Spielstand. 3 Beite. Gefallen ist genug. Jetzt noch der Einsteiger. Ja, ein bisschen kurz. Okay. Ja, und Kevin Schiller geht in Führung mit 4-3.
Tja, jetzt. Die drei als Einsteiger. Ah, da liegt ja noch die 2. Ach, oh, Jesus, okay.
Tja, der Sebastian Stab, der hängt ein bisschen durch, gell? Kriegt hier sein Spielen. Ja, der ist schon draußen, das ist richtig, ja. Ja, und der Sebastian, der muss auch aufpassen hier, gell? Sebastian? Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Tja, wer jetzt keinen Fehler mehr macht, der Kevin Schiller, dann gewinnt er gegen den Sebastian Stab. So, 3, 2, 1, meins, ha? Setz da lieber nochmal ab hier. Ja, ist gut. Lieber nochmal einen Blick riskieren. Ja, ist okay. Ja, ja. Jetzt das richtige Tempo. Und... ja. Soll das Ding im Sack sein hier, ja? Eine Überraschung. Kevin Schiller gewinnt gegen Sebastian Stab. Das hätte ich jetzt zu Anfang hätte ich jetzt. Also ich hätte nicht auf den Kevin gesetzt, oder? Ich habe hier noch ein paar. Ja, das ist eine Überraschung jetzt, ne? Aber gut, ja. Verdient gewonnen, also klar, Seppel hat auch so einen oder anderen Fehler drin gehabt. Ja. Tja, Kevin Schiller gewinnt gegen Sebastian Stab. Oh. Ist doch gemein, oder? Da kriegst du von zu Hause, kriegst du Bilder geschickt, ne, weißt du? Wie sie eine selbstgemachte Pizza in den Ofen schieben. Das ist meine Familie, ja, weißt du? Ja, und weißt du, was du dann schreibst? Ja, und weißt du, was du dann schreiben, ja? Ja, wenn du auch ein Stück willst, dann komm heim. Ich sitze hier. Ich kann nicht weg. Ja, Familie. Und ab dann bis zum nächsten Spiel.